Jem Kars Geschichte ist voller Rätsel. Hier wurde er gefunden. War es wirklich Selbstmord? Aber selbst würde ich sagen, das hat er nicht gemacht. Sein Fall ist in Deutschland völlig unbekannt. In der Türkei wurde seine Beerdigung im Fernsehen gezeigt. Denn vieles an diesem Fall ist merkwürdig. Unbrauchbare Kameras, nicht gehörte Zeugen. Nein, er hat sich nicht umgebracht. Alles riecht nach Manipulation. Das ist wichtig. Warum starb Cem K? Normalerweise berichten wir nicht über Suizid. Und wir bilden uns auch nicht ein, Mörder überführen zu können. Aber diese Geschichte müssen wir erzählen. Sie handelt von Indizien und Beweisen. Und davon, wie unerträglich die Entscheidungen des Rechtsstaats manchmal sind. Unsere Recherche zu Cem beginnt mit einer Sprachnachricht. Die führt mich nach Hamburg-Dulsberg, nur wenige Kilometer von unserem Büro entfernt. Hier, auf diesem Gelände, soll sich ein 26-Jähriger das Leben genommen haben. Laut Polizeiermittlungen habe er sich erhängt. Die Sprachnachricht stammt von seiner Frau. Murat K. ist der Vater des Verstorbenen. Er nimmt mich heute mit an dem Platz, wo sein Sohn aufgefunden wurde. Eigentlich meidet er diesen Ort, doch ich könne seine Geschichte nur verstehen, wenn er mir alles persönlich zeigt. Das heißt, dort wurde er aufgefunden? Da genau gegenüber ist mein Sohn, das zum Sitzen gefunden wurde. Da wurde er im Sitzen gefunden? Ja. Murat K. hat Zweifel, dass sein Sohn sich so erhängt haben kann. Glaubt, er wurde schon vorher umgebracht. Er beschreibt mir alles, bis ins kleinste Detail. Wie Cem lag, wo seine Hände und Füße waren und mit was er sich erhängt hat. Ich kann die Vorstellung kaum ertragen. Murat hingegen wirkt auf mich wie ein Kriminalbeamter oder ein Polizist bei seiner Arbeit. Doch genau die hätten nicht richtig ermittelt, behauptet er. Schon am Tag, als er vom Tod seines Sohnes erfährt, wird er misstrauisch. Gleichen Tag, wo das geschehen ist, die Polizei kommt zu mir zu Hause, klingelt und so. Eine Dame und ein Herr, die sagten einfach, ihr Sohn hat Suizid begangen. Nächsten Tag können sie ihn beerdigen, das wär's dann. Solange es nicht geklärt ist, lassen sie auch nicht los. Können sie Kann ich nicht. Das geht nicht. Anders geht nicht. Für Murat K. ergibt das alles keinen Sinn. Die Polizei händigt ihm sofort die Hundeleine aus, mit der sich Cem erhängt haben soll. Auch sein Handy, ohne jede Spurensicherung. Dann die seltsame Auffindeposition. Er hinterlässt keinen Abschiedsbrief. Die wichtige Berufsberatung, die er am Montag nach seinem Tod noch haben sollte. Und der Vater sagt, er habe noch mehr, in seinen Augen handfeste Beweise dafür, dass es kein Selbstmord war. Wir haben gezögert, ob wir diese Recherche machen wollen. Was könnte das Ergebnis sein? Entweder will der Vater nicht wahrhaben, dass sein Sohn sich umgebracht hat. Oder es war tatsächlich Mord. Der Fall liegt 6 Jahre zurück. Was kann man da noch herausfinden? Dann entdecken wir ein Video. Ein türkischer Fernsehsender hatte die Beerdigung von Cem K. übertragen. Wir finden auch mehrere Artikel in türkischen Zeitungen. Sie berichten von Zweifeln am Selbstmord. Manche erinnern daran, dass die deutsche Justiz auch bei den NSU-Morden auf der falschen Spur war. In den Unterlagen des Vaters finden wir sogar ein Schreiben des türkischen Generalkonsuls an den Hamburger Justizsenator. Es gäbe Zweifel, dass es sich bei dem Todesfall tatsächlich um einen Suizid handelt. Man bittet um eine gründliche Aufklärung des Falles. Das Erstaunliche? In deutschen Medien findet der Fall Cem K. überhaupt nichts statt. Ein Tod und zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Wir merken schnell, dass es hier um mehr als einen Kriminalfall geht. Es geht auch um einen Riss zwischen Deutschen und Türken, um Misstrauen und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Auch weil uns das beschäftigt, beschließen wir zu recherchieren. Und wir stellen schnell fest, dass es tatsächlich Ungereimtheiten gibt. Und dass zunächst vieles in den Ermittlungen versäumt wurde. Zum Beispiel wurde die genaue Todesurzeit von Cem nie errechnet. Das ist 6 Jahre später natürlich schwer, besonders für uns Laien. Um 8 Uhr wurde er aufgefunden, um 10 Uhr war aber die Temperatur bei um die 30 Grad.
Genau, um 10.51 Uhr, also um 11. Um 11 war sie bei 30,4 Grad. Um 11 war sie bei 30 Grad. 30,4 Grad, das war die Temperatur, die in Jems toten Körper gemessen wurde. Draufrechnen. Jetzt muss man nur noch zurückrechnen. 2 Uhr. 37,2. Fuck. Dann ist er so um 2 gestorben. Alter. Kann es sein? Wenn wir nach der Faustregel gehen. Wenn wir nach der Faustregel gehen. Und die Faustregel sagt, pro Stunde fällt die Körpertemperatur um 0,8 Grad ab. Dann dürfte er gegen 2 Uhr gestorben sein, weil er gegen 2 Uhr 37,2 Grad Körpertemperatur hatte. Wer war Cem K. überhaupt? Cem ist in Deutschland geboren. Seine Eltern trennen sich, als er noch ein Kind ist. Er wächst im Stadtteil Hamburg-Dulsberg auf. Mit 18 beendet er die Schule und beginnt eine Ausbildung zum Friseur, die er jedoch abbricht. Er versucht den Einstieg ins Berufsleben durch Praktika, scheitert immer wieder. Zuletzt lebt Cem von Hartz IV. Am Samstagmorgen des 28. Juli 2012 geht eine Funkmeldung bei der Polizei ein. Ein gewisser Jakob Ifada meldet sich. Er hat einen leblosen Körper gefunden. Er ist der erste Zeuge. Nach ein paar Wochen Recherche finden wir Jakob Ifada. Den Mann, der Cem entdeckt hat. Wir wollen wissen, ob ihm irgendwas komisch vorkam. Ein Hinweis, dass Cem nicht allein war. Dass Cem sich befreien wollte. Auf einen Kampf. Im Video, das er damals macht, klingt er misstrauisch. Er ist einfach so positioniert worden. Ach so. Aber wie kann er sich da umbringen? Man springt doch mehr von oben oder so. Nein, es ist schwer zu erklären. Aber selbst würde ich sagen, das hat er nicht gemacht. Da haben Sie gesagt, ich selbst würde sagen, das hat er nicht gemacht. Ja, genau, wie ich gesagt habe. Wie er so gestanden hat, ist einfach wie nach unten gerutscht. Weil es schon untypisch ist, dass man so im Sitzen hängt. Ja. Ne? Das war sozusagen richtig, ihr Gefühl. Ja. War er das wirklich? Doch Ifada macht damals nur dieses Video. Er geht nicht näher an die Leiche heran. Ob etwas komisch war, kann er schlicht nicht sagen, weil er zu weit weg war. Um 11.37 Uhr trägt der Notarzt Tod durch Erhängen in die Akte. Der Fall scheint erledigt. Aber aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass kurz darauf doch die Staatsanwaltschaft den Fall übernimmt. Denn 4 Tage nach Cems Tod steht der Vater beim Pförtner und bittet um ein Gespräch. Er erzählt von den Überwachungskameras am Fundort und drängt darauf, die Aufnahmen zu sichern. Der Staatsanwalt hört zum ersten Mal davon und veranlasst noch am selben Tag die Sicherung der Aufnahmen. Erst 10 Tage später, nachdem der Vater darauf hingewiesen hat, wird die Festplatte mit den Überwachungsvideos von der Polizei gesichert. Murat K. zweifelt mittlerweile immer mehr an den Ermittlungen. Er holt juristische Hilfe. Anwältin Dr. Christiane Janan-Yüksel erinnert sich an die immer größer werdenden Zweifel des Vaters. Das, finde ich, ist eben auch ein wirkliches Versäumnis, weil bei jeder Tat, ich sag mal Diebstahl an der U-Bahn, wird immer gleich gefragt, wo sind die Kameras, gibt es Kameraaufzeichnungen. Der Vater musste ja alles anstoßen und das war das Problem, weil dann denke ich ja auch, gab es noch etwas, worauf er nicht kam, worauf andere nicht gekommen sind, was eben versäumt wurde. Und das ist das ganz große Problem, dass er viel machen musste. Cems Vater hat das Material auf einer Festplatte gesichert und gibt es uns. Aufnahmen zwischen 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Gegen 2 Uhr soll Cem hier ums Leben gekommen sein. Das Erstaunliche, auf keinem einzigen Bild sieht man Cem K. Weder wie er auf das Gelände geht, noch wie er sich erhängt. Man sieht nicht einmal den Fundort der Leiche. Dabei gibt es rund ein Dutzend Kameras rund um das Gebäude. 5, die in der Nähe des Fundortes waren, wurden gesichert. Wir wollen uns selbst ein Bild der Kameraperspektiven machen. Das Gelände ist ziemlich gut überwacht. Vor allem der Bereich, wo Cem aufgefunden wurde. An dieser Stelle hat er sich erhängt, laut Polizei. Hier sind 2 Kameras. Da, einmal rechts vom Gebäude
und dort einmal links vom Gebäude. Das heißt, volle Sicht auf die Stelle. Aber ich habe keinerlei Aufnahmen gesehen dazu. Ausgerechnet hier. Ich finde es komisch. Ich meine, es sind zwei Kameras. Das heißt, beide Kameras haben nicht funktioniert, oder wie? Das finde ich halt so komisch. Da ist eine Kamera und da ist eine Kamera. So, ich habe jetzt heute Nachmittag was richtig Schönes vor. Ich werde mir jetzt nochmal das Überwachungskameramaterial, was wir haben, vornehmen. Das sind ca. 80 GB. Auch wenn es nicht sehr erfolgsversprechend ist, werde ich mir die jetzt alle mal nacheinander reinziehen. Kameras, die Jems Fundort nicht gefilmt haben, weil sie in die falsche Richtung zeigen. Dazu sind viele Bilder unscharf. So wie an dieser Stelle um 1.13 Uhr. Personen am Eingang des Geländes, etwa zu der Zeit, als Jem starb. Da geht jemand. In der Tasche, oder? Der hat eine Tasche in der Hand und geht, ja. Gucken wir uns jetzt mal an hier. Ja, da sieht man was. Da ist einer. Da ist einer. Das ist eine Person. Offenbar irgendwas in der Hand. Da kommt eine zweite Person. Jetzt ist die Kamera wieder weg. Genau in dem Moment, wo was passiert, ne? Ja. Warum sind die Aufnahmen so schlecht? Jems Vater glaubt, sie wurden manipuliert. Kann das sein? Und noch etwas fällt uns auf. Ein Clip mit der Nummer 36 fehlt. Zwischen 12 und 1 Uhr nachts. Es muss jemanden geben, der uns das erklären kann. Einen Techniker, der die Kameras installiert und gewartet hat. Wir werden ihn später noch treffen. Ein Freund von Jem hat sich für ein Interview bereit erklärt. Er heißt Burak und kennt Jem schon seitdem er ein Kind ist. Sie haben beide schon immer hier gelebt, sind hier aufgewachsen, haben zuletzt nur wenige Meter auseinander gewohnt. Was war Jem für ein Junge? Wie war der so als Kind? Er war ruhig, ein ruhiger Junge. Er hatte auch natürlich mal eine Phase, wo er mal, wie wir alle, so mal ein bisschen hippeliger war, aber er war ganz ruhig, hatte ein gutes Herz. Hat niemals jemandem was Schlechtes getan oder gewünscht. Kann ich mich nicht erinnern, auch wenn es so war. Also. Gab es irgendwas, was du an ihm besonders mochtest? Dass er ehrlich und direkt war. Also Jem war so, wenn ihm das zum Beispiel nicht gefallen hat, so bei jemandem, dann hat er ihm das auch gesagt. Ey, so und so. Und hat zum Beispiel nichts hinter dem Rücken gemacht. Er hat nicht hinter dem Rücken geredet oder so, hat nicht gelästert. Das fand ich an ihm korrekt. Er hat nicht gelästert. Er hat dir das direkt gesagt, er meinte, das gefällt mir nicht oder hör mal auf so zu machen, bitte oder so. So hat er geredet, hat er immer gesagt, aber nie hinter den Rücken geredet. Gegen Ende hin soll es ihm ja schlechter gegangen sein, so. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, also ich weiß, dass er sich halt da mit seiner Freundin gestritten hatte, dass da so eine Sachen waren. Natürlich, das nimmt einen mit, wenn man auch noch verliebt ist. Ja, so halt und mehr über seine richtige Privatsphäre hat er auch nicht viel geredet, war verschlossen immer. Hat das immer in sich reingeschluckt. Er war schon eigentlich ein Kämpfer. Also man konnte nicht sagen, dass er sofort aufgegeben hat. Also ich weiß es nicht. Jeder hat halt so seine Last, die er im Leben tragen muss. Und keiner kann wirklich über seine Probleme reden. Deswegen kann man das so leicht, so schwer einschätzen, wie der andere Mensch tickt oder was er im Herzen hat. Auch wir können das im Nachhinein natürlich nicht herausfinden. Umso wichtiger wären Dinge, die etwas sicher belegen können. Zum Beispiel Jems Handy. Aber der Vater hat es an einem sicheren Ort verwahrt, in der Türkei. Weil er der deutschen Polizei nicht mehr traut, wie er sagt. Auch uns noch nicht so ganz. Es ist ein bisschen absurd. Eigentlich will er den Fall aufklären, aber sein Misstrauen steht ihm auch im Weg. Stattdessen schickt der Vater uns immer wieder WhatsApp-Nachrichten, oft abends oder nachts. Also ich habe selten einen Protagonisten gehabt als Journalist bis jetzt, der sich so oft meldet und immer wieder neues Material schickt oder auch altes Material nochmal schickt. Das ist nämlich ein Screenshot aus dem Video, das der erste Zeuge, Herr Ifada, damals gemacht hat, in verschiedensten Variationen. Denn der Vater ist davon überzeugt, dass man darauf erkennt, dass Jem eine Hand hier um die Schlinge gelegt hat, um sich zu befreien. Der Vater schickt außerdem ein selbstbearbeitetes Video. Er legt darin einen Screenshot aus dem Video des ersten Zeugen und das Foto der Polizei vom Tatort übereinander. Jetzt gucken wir, ob dieses Bild und polizeiliche Bild übereinstimmen. Die Bilder sind ganz anders. Jem, seine Position, warum ist das geändert? Wofür ist das gemacht worden?
Was wollen die damit manipulieren? Er glaubt, jemand habe die Position der Leiche verändert. Wir können es nicht genau erkennen auf dem Bild. Es ist sehr unscharf, es ist weit weg. Wir kommen auch nicht näher ran. Vater ist aber überzeugt davon, dass er mit modernster Technik und Grafikprogramm noch näher herankommen kann und am Ende was erkennen kann. Wenn ihr eine Idee habt, vielleicht, wie man das machen kann, sagt Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, vielleicht kommen wir auf diesem Weg ja weiter. Doch widmen wir uns für einen Moment zwei wichtigen Dokumenten, den stärksten Indizien für einen Suizid. Der ersten äußeren Leichenschau und dem Protokoll der Obduktion, die danach durchgeführt wurde. In beiden wird ein Fremdeinwirken ausgeschlossen. Wir fahren ans Rechtsmedizinische Institut der Uni Frankfurt. Dort sind wir mit dem Direktor Marcel Verhoff verabredet. Er ist Spezialist für Suizide, bei denen es doch Mord gewesen sein könnte. Forensische Toxikologie, oder? Oder Alkohollabor? Das wäre schon krass, wenn er jetzt irgendwas anderes sagen würde, ne? Fände ich auch, ne? Aber er hat sich auch darauf spezialisiert, auf genau solche Fälle, ne? Ja, dass, wenn etwas schief läuft. Beziehungsweise, was hatte er gesagt? Es werden auf jeden Fall Fehler gemacht. Wir haben ja alles bekommen lassen, oh, was ging. Oh, es ist auf. Brauchen wir? Er hat sich die Berichte noch einmal für uns angeschaut und eine Ungereimtheit festgestellt. Es geht um kleine, punktförmige Blutungen rund um die Augen, sogenannte Petechien. Sie treten auf, wenn sich jemand im Sitzen erhängt, sind also ein wichtiges Indiz für Suizid. Aber in der ersten äußeren Leichenschau wurden keine Petechien beschrieben. Erst im späteren Gutachten werden sie dann erwähnt. Ist halt die Frage, wie man das interpretiert, weil hinterher steht nämlich dann im eigentlichen Gutachtenteil, dass diese Petechien da waren. Ja, und da kann man natürlich fragen, waren die wirklich da oder waren die nicht da? Wenn sie da sind, sollten sie beschrieben sein, denn wir haben natürlich noch ganz andere Probleme. Diese Petechien können auch nach dem Tod entstehen, wenn entsprechender Druck aufgebaut ist. Und das haben wir insbesondere, wenn der Leichnam sich beispielsweise in Bauchlage befindet, in Kopftieflage und manchmal eben bei Umlagerungssituationen kann das entstehen. Wenn er keine Petechien hat, dann besteht die Möglichkeit, dass er schon tot war, als er dort reingehängt wurde, in den Strick. Okay. Verletzt sich dagegen. Oft werde auch vergessen, Petechien zu dokumentieren. Und so könne man am Ende nicht mehr zweifelsfrei klären, ob sie durch das Erhängen oder durch das Bewegen der Leiche entstanden sind. So fehlt ein wichtiger Beweis. Wir haben auf der anderen Seite keine relevanten Verletzungen, die auf irgendein Kampfgeschehen hindeuten würden oder darauf, dass der vorher bewusstlos geschlagen wurde und dann bewusstlosen Zustand eben dort aufgehängt wurde. Das würde man sonst ganz klar erkennen. Sonst würde man eine klare Verletzung sehen. Völlig klar, das, was die Rechtsmedizin nicht sehen kann, ist, ob jemand mit der Pistole daneben stand oder einen anderen Grund jemanden in den Suizid getrieben hat. Ja. Das sehe ich ja nicht am Körper. Ja, aber alles das, was morphologisch sichtbar ist, das wäre hier mit einem Suizid zu vereinbaren. Aber das ist absolut nachvollziehbar. Und dass Eltern da nicht locker lassen. Es spreche viel für einen Suizid, gibt uns Verhoff mit auf den Weg. Aber so eine Obduktion bringe niemals hundertprozentige Sicherheit. Es blieben immer Variablen, die man nicht kenne. Und so bleibt auch hier der Zweifel. Nehmen wir für einen Moment an, der Vater Murat K. hat recht und sein Sohn wurde ermordet. Jemand müsste so einen perfekten Mord geplant haben. Wer sollte das sein? Und warum sollte ausgerechnet Cem ermordet werden? Eine Sache im Fall Cem K. ist besonders merkwürdig. Cem starb in einer Nacht von Freitag auf Samstag. Laut Ermittlungsakten wurde in seinem Namen am Tag zuvor ein Großeinkauf getätigt, in einem Möbelhaus bei Hamburg. Unter anderem Schlafzimmermöbel, eine Garderobe und diverse weitere Einrichtungsgegenstände. Insgesamt wurden Möbel für rund 14.000 Euro gekauft. Aber es war nicht Cem, der da eingekauft hat. Es waren mehrere Unbekannte. Laut Akten einmal eine Person 35 bis 40 Jahre alt mit Frau und Kind. Ein anderes Mal Mann Anfang 30, 1,80 groß, Bodybuilder. Und alle hinterlegten den Namen Cem. Dazu seine Telefonnummer und seine Adresse.
Warum kauften sie in Jems Namen ein? Wurden Jems Daten geklaut? Wurde Jem ausgenutzt? Könnte das ein Motiv sein? Hatte Jem irgendwelche Feinde? Wir suchen Menschen, die Antworten haben könnten, die in der letzten Zeit mit Jem zu tun hatten, ihm nah waren. Zum Beispiel seine Ex-Freundin. Sie wohnt noch hier. Krass. Das ist super. Wir hinterlassen Nachrichten, hoffen, dass sie sich zurückmelden. Nummer 9. Ich guck jetzt mal. Ja, sie wohnt hier noch. Nicht alle wollen vor die Kamera. Eine Stunde später, zweiter Versuch. Wir klingeln jetzt noch einmal bei Fernando W. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Thema Suizid ist so wahnsinnig, verständlicherweise, aber so wahnsinnig schwierig, auch in der Recherche. Man klopft einfach an einer Tür bei wildfremden Leuten aus irgendwelchen Akten entnommen und erwartet, dass sie dann mit einem sprechen. Und dann auch noch zu einem Thema wie Suizid. Das kann man halt nicht erwarten, weißt du? Eine ehemalige Nachbarin und Freundin von Jem meldet sich. Sie möchte nicht erkannt werden, deswegen haben wir ihre Stimme verfremdet. Sie war eine der letzten, die Jem am Abend vor seinem Tod noch gesehen haben. Das war ungefähr so gegen 23 Uhr, muss das gewesen sein. Da ist er bei uns am Haus lang gelaufen und hat gesehen, dass meine Nachbarin und ich das Fenster aufhaben. Und dann wollte er ein Feuerzeug haben und meine Nachbarin bzw. der damalige Freund meiner Nachbarin hat ihm das dann runtergeschmissen. Und Jem hatte dann auch nach meinem damaligen Partner gefragt, ob er zu Hause sei. Was er aber an dem Abend nicht war, weil die beiden sehr gute Freunde waren. Und deswegen ist er dann alleine weitergegangen, aber mit guter Laune. Also ich lag dann wieder auf der Couch und da mein Fenster ja auf, habe ich dann gehört, wie ein älterer aus alter Teifig, Jürgen heißt er, lang gegangen ist und Jem hat dann irgendwas gerufen. Was hat er denn geschrien? Weißt du das noch irgendwie? Jürgen, Jürgen, Jürgen. So, und dann hat Jürgen nur geschrien, halt's Maul, Jem. Dem das vielleicht zu viel war, also weil Jem halt so rumgekaspert hat, so. Rumgeschrien hat. Also er hat ihn so ein bisschen aufgezogen oder was? Oder? Genau, und dann meinte er, haltet halt Maul, Jem. Also er ist auch gar nicht stehen geblieben, er ist einfach weitergegangen. Also er war schon weiter weg, wo er gerufen hat, halt Maul, Jem. Mit diesem Jürgen soll Jem laut Akten ein paar Wochen vorher Streit gehabt haben. Nicht ungewöhnlich für Jürgen, hören wir immer wieder. Was weiß er über die Nacht? Komm, ich pack direkt hier. Das dauert ja nicht lange. Wir haben jetzt schon mehrmals versucht, ihn zu erreichen, über Wochen hinweg, hat nicht geklappt. Wir haben jetzt seine Adresse und ich wollte mal persönlich bei ihm klingeln jetzt. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Hallo, hier ist nochmal Tobias Zwier vom NDR, guten Tag. Ich wollte nochmal fragen, ob Sie jetzt vielleicht kurz Zeit haben, um einmal zu sprechen. Bitte? Aber es wär wichtig für den Fall. Tschüss. Ja. Er will nicht sprechen. Wir werden Jürgen nicht bekommen. Zwecklos. Doch in den Ermittlungsakten zu Jems Todesfall finden wir ihn. Er wurde von der Polizei verhört. Jürgen kannte Jem schon lange, aber er bestreitet, Jem in jener Nacht gesehen zu haben. Doch Jems Nachbarin ist sich sicher, dass sie seine Stimme gehört hat. Was hat sich noch in der Nacht von Jems Tod abgespielt? Hier, im Stadtteil Dulsberg, hat er gelebt. Hier traf er die Nachbarin und diesen Jürgen. Und nur wenige Meter von seinem Haus entfernt wurde er tot aufgefunden. Am Abend seines Todes wurde er aber noch ganz woanders gesichtet. Und zwar etwa 3 Kilometer entfernt. Im Stadtpark. Was hat er dort gemacht? Tatsächlich haben ihn 3 junge Männer dort gesehen. Einen Tag nach Jems Tod werden sie sich bei der Polizei melden. Um 3:45 morgens. In einer türkischen Zeitung hatten sie von dem Todesfall gelesen. Im polizeilichen Vermerk heißt es: Bei einem Spaziergang durch den Stadtpark hörten die beiden Herren demnach Schreie im Bereich des Wassers. Beim Nachschauen trafen sie auf den ihnen bekannten K., der Streit mit einer männlichen Person hatte. Jem sei am Handknöchel verletzt gewesen. Man habe ihn von der anderen Person weggezogen. Einer der Zeugen hatte infolge des Streits Blut an seinem Hemd.
Möglicherweise waren die jungen Männer die letzten Zeugen, die Jem begegnet sind. Aber sie wurden nie verhört. Lange suchen wir nach diesen Zeugen, bis wir einen finden. Jo, also erstmal was Wichtiges vorweg. Wenn ihr selbst Suizidgedanken habt oder jemanden kennt, der welche hat, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung Infos und Hilfe. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Tipps für uns für die Recherche. Wir haben auf jeden Fall viele Fragezeichen. Und ja, nächste Woche kommt Teil 2.